Hallo und willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe, hier im lustigen Magoland. Beim letzten Mal haben wir Welt 1 komplettiert und haben auch schon mal mit Welt 2 angefangen. Aber ich habe ja gesagt, dass wir nach jeder Welt hier ins Magoland gehen, um ein paar Minispiele zu spielen. Und das machen wir jetzt. Ja, wir haben schon im ersten Part zwei Minispiele mal ausprobiert. Oh, und wir haben vier Stempel. Yeah. Und damit eine neue Maske. Oh, Wispy Woods. Was macht der denn hier? Ha, cool. Hey, Wispy Woods, wie geht's zu dir? Ha, da ist er einfach mal hier. Was ist das so zu sagen? Ach so, na gut. Hey Magolor. Hallo Kirby, na verglückst du dich? Wenn ich dir tolle Sachen aus dem Welt erzähle, wird dein Tag noch sicher was lustig. Ja, viel Interesse zu berichten. Soll ich loslegen? Ja, was sagst du denn? Weltweit wurde das gute Jagd. Ach so, online. Ja, online. Ja, ja. Nur Online-Kram. Ja, okay. Gibt's da irgendwas dafür, wenn wir das anhören? Okay. Das war nur Online-Statistiken, mehr nicht. Jedenfalls haben wir beim letzten Mal schon zwei Minispiele ausprobiert, und zwar waren das, ist das hier Bomblet, mein Lieblingsminispiel aus Kirby Netball Dreamland, und was war das andere? Hier genau, Karatekto, was ähnlich funktioniert wie bei Kirby's Fun Pack. Jetzt gehen wir einfach mal den anderen Minispiel durch, die es noch so gibt, hier im lustigen Magoland. Hier bei der Scooterjagd. Richtet deinen Schmetterstern mit dem Kontrollstick aus und beschleunige anschließend durch Drücken von A. Ich glaube, das kommt aus Mausattacke. Da funktioniert es allerdings mit Touchscreen-Steuerung. Stoße deinen Gegner aus dem Ring, um dir Punkte zu verdienen. Halte A gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen und damit voller Wucht zu schmettern. Klingt es dir, die Squeaks eine berüchtigte Mäusewanne zu besiegen, winkel dir zu extra Punkte. Ja, ja, die Squeaks kommt aus Mausattacke. Scooterjagd. Achso, ich bin unten. Ich glaube, es ist... Ups. Uff, das war knapp. Ey. Aha. Also, im Originalspiel war es, glaube ich, eher so, dass es am effektivsten ist, wenn man die von hinten trifft. Aber hier scheint es wohl irgendwie egal zu sein. Und 23 Punkte. Absoluter Highscore. Alle kaputt gemacht. Yeah. Oh, yeah. Das war die Scooterjagd. War auch spaßig. Da wirkt es ein Getränks. Oh, was ist das? Die Magoland-Tour ist ab sofort verfügbar. Stell dein Geschick in vier verschiedenen Attraktionen unter Beweis.
das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Denke ich mal. Jetzt erstmal alle Minispiele. Blaster Ballerspaß. Drücke B, um deine Gegner unter Beschuss zu benehmen. Halte B gedrückt, um einen Kurvenschuss zu abzufeuern. Triffst du Gegner zweimal, werden deine Schüsse stärker und erhalten mehr Bums. Gib Acht, dass du nicht der Mission ausgeht, nutze Energiekapseln zum Nachladen. Drücke A, um zu springen, um so gegnerischen Schüssen auszuweichen. Schnapp dir den Superblaster, sobald er erscheint, und schaltet mit einem mächtigen Superblaster gleich mehrere Gegner auf einmal aus. Und jetzt halte dich fest, der Superblaster durchdringt sogar Wände. Das klingt wirklich spaßig. Blaster Ballerspaß. Mit B schießen. So. Haha. Oh, ich brauche Munition. Au. Hier, Kurvenschuss. Ah, das hat doch getroffen. Au. Ja. Gib mir das. Yeah, haha! Und Schuss. Tot. Yeah. Das war doch echt mal ein lustiges Minispiel. Der wird zu einem frei freigeschaltet. Ah, es reicht noch nicht ganz für die dritte Karte. Okay. Kirby am Zug. Visiere die Ziele mit Controlstick an und drücke A, um zu schießen. Pass auf, dass du keine Bombios triffst. Ah, okay. Du kannst auch mit der Joy-Con und Neukon-Steuerung spielen. Falls dir die Munition ausgeht, lade nach durch Drücken von X. Schießen kannst du dabei nicht. Achte also auf deinen guten Zeitpunkt. Kann ich zu jeder Zeit nachladen? Oder muss das wirklich sein, wenn ich leer habe? Sollten beim Neigen des Steuerungskontrollers Probleme aufdrehen, kannst du die Position des Cursors durch Drücken von Y auf den Bildschirmdruck setzen und zentrieren. Spielst du im Einzelspielermodus, kannst du die Konsole mit einer Hand halten und den Bildschirm mit der anderen Hand berühren. Tipp auf die Ziele, um zu schießen, und Tipp auf Kirby zum Nachladen. Das ist der Easy Mode quasi. Sticksteuerung, Lärmsteuerung. Ne, wir haben Beispiel. Sticksteuerung. Kirby am Zug. Haha. Bisschen schneller als der anderen. Okay, okay. Wow, wow, wow! Oh, das war... Ich musste einmal nachladen. Na, schieß doch! Ah, ich kann es hier direkt nachladen. Ich kann doch zu jeder Zeit nachladen, okay. Ich sollte wirklich nachladen... Wenn gerade keine Gegner da sind, dann muss ich es nicht gezwungenermaßen tun. Ja, das war einfach, kein Bombe zu treffen. Und da wieder einmal gespielt. Yeah, GUI-Maske.
Ninja-Scheibenschießen. Wirft Ninja-Sterne, indem du die Joy-Con schwingst. Du kannst auch A drücken, um zu werfen. Versuche das Ziel zu treffen, das sich über den Bildschirm bewegt. Je näher dein Treffer in der Mitte kommt, desto mehr Punkte erhältst du. Triffst du den gelben Bereich, gibt es sogar einen besonderen Volltreffer-Bonus. Also wieder Reaktions-Minispiel. Yeah, Ninja Kirby. Ziel 1. Yeah. Mitte. Volltreffer. Ziel 2. Oh, doch, okay, war Mitte. Letztes Ziel. Ah. Okay, das will ich jetzt nochmal machen. Das will ich nochmal. Ich will alle drei Ziele in der Mitte treffen. Ach, Mann. Ich habe gedacht, das ist wieder so eine Kreisbewegung wie gerade eben. Aber anscheinend ja nicht. Es ist ein bisschen zufällig, was kommen wird. Das erste Ziel aber nicht. Das ist immer so ein geschenktes Ziel, quasi. Ui. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist neu. Ach, komm schon. Wahrscheinlich war das erste das allereinfachste. Die erste Version, die ich hatte. Ah, es zählt noch als Mitte, okay. Ach, Mann. Ah, knapp. Na gut. Versuche es später nochmal. Oh, krieg ich 12 Stempel? So viele Stempel gleich. Uhu. Wir haben noch ein paar andere Minispiele, deswegen... Komplett hatten wir schon. Schachbrettscharmütze. Visiere deinen Gegner an und drücke anschließend A, um unter ihnen die komplette Reihe vom Bodenblöcken hinabstürzen zu lassen. Und deine Gegner gleich mit. Während du nach und nach Gegner ausschaltest, wird doch die Stage immer kleiner und kleiner. Versuche dich bis jetzt auf sie zu halten. Okay. Hat was von Mario Party? Große Idee. Blau Kirby, ich krieg dich. Ja, doppel. Haha. Ich krieg dich. Oh, oh, oh. Verdammt. Da wurde ich einmal getroffen. Ha. Ui, es wird... So klein kann das werden.
Aha. Oh, wie wir die Zahlen halten, das ist niedlich. Das Schachbrettscharmützel ist aus Kirby 64, genau. Und das Ninja-Scheibenschießen war aus Rikkei und Kuh und Gold. Was? Pick? Wer ist denn Pick? Ein pinker Rick? Mein? Und Kuh grau. Okay. Die, was dann in der Scheibe schießen, ist, glaube ich, aus. Tatsächlich aus Adventure Wii? Da bin ich mir gerade nicht so sicher, aber Schachbrettscharmützel ist eindeutig aus 64 gewesen. Das weiß ich noch. Samurai Kirby. Ich persönlich kenne es aus. Nee, warte mal kurz. Es war aus Kirby's Adventure. Für das SNES. Nee, das NES. Ich glaube, das kam. Das war das Original. Oder die erste Version davon. Drücke sofort A, wenn das Ausrufezeichen erscheint. Du kannst auch mit deinem Joy-Con und deiner Neuerungschancen spielen. Erlebe mit Einzelspielermodus packende Schwertduelle. Im Mehrspielerduellen gewinnt der Spieler, der zuerst eine vorgegebene Anzahl von Siegen erreicht. Okay. Wir sind Einzelspieler von daher. Haha. Oh, 18 Sekunden. Oder Millisekunden. Mit Torte. Uff. Partytröte. Oh, das Ultraschwert. Oh, Meta Knight, jetzt wird's schwer. Uff, doch geschafft. Wir haben seine Maske zerstört. 5 besiegt. Na, das ging doch schnell. Normal und schwierig. Oh, Adelaine. Hä, was ist das denn? Samurai Kirby 100 ist nun spielbar. Einmal am Tag kannst du dich mit anderen Kirbys auf der ganzen Welt in Welt-Samurai-Wettstreit messen. Nicht schlecht. Eierdotte. Das ist, glaube ich, auch aus Adventure. Kirby's Adventure. Drücke A, um Kirby's Mund weit zu öffnen. Jetzt wird es turbulent. Sowohl Eier als auch Bombenbände zugeworfen. Versuche so viel Eier wie möglich zu fangen. Aber verschlucke dabei auf keinen Fall Bomben. Ja, Bomben sind nicht gut. Wobei, Eier einfach so zu essen, so roh mit Schale, ist auch nicht gerade gesund. Keine Bomben. Eier. Nom. Uff. Ja, alles voll. Das war einfach. Das geht sogar der Roboter kaputt. Highscore. Oh. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber okay. Wir haben einfach mal
Küken ausgebrütet, während wir sie gegessen haben. Mindestens 10 Eier. Ist da keine Mission, alle zu... Okay. Mehr Energiedrinks. Ja, sehr schön. Und das letzte Minispiel ist... Margolos Bücherhatz. Das ist ein komplett neues Minispiel, das in diesem Spiel hier in Kirby's Adventure, Kirby's Return to Dreamland Deluxe neu hinzugekommen ist. Margolos Bücherhatz. Finde das Zauberbuch mit demselben Titelbild, das Margolos dir zeigt. Drücke A zum Springen und hoch oder B, um ein Zauberbuch auszuwählen. Soweit es letzte Chance heißt, kannst du doppelt so viele Punkte wie zuvor einheimsen. Finde so viele Goldzauberbücher wie möglich und sichere den Sieg. Da bin ich mal gespannt. Haha, Mario mit Schnauzbart. Cool. Okay, A zum Springen und B zum... Yeah. Hab ich? Sehr gut. Ich hab's mir vorgeschnappt. Hier ist es. Bomben. Noch mehr Bomben. Ah. Ey, Meta Knight. Letzte Chance. Ah. Ach, man kann mehrere nehmen. Oh, verdammt. Ich Idiot. Ja. Ich hab's nicht geschafft. Okay. So viele Bücher. 20 Punkte. Das ist ein gutes Minispiel, finde ich. Wieder ein Ribbon! Yeah! So viele... So viele Charaktere aus alten Kirby-Games. Gut, das haben wir alles für Masken bekommen. Ganz viele neue. Wie wär's denn, wenn wir einem... Oh, das sieht cool aus. Das passt doch. Wir sehen wirklich fast aus wie Max. Ja, wir klingen sogar wie Max. Ja. Okay, ich denke, das war's dann erstmal für diesen Part hier. Auch wenn der Part jetzt vielleicht ein bisschen groß geworden ist, aber egal, macht ja nichts. Wir haben erst alle Minispiele erstmal gezeigt, die es so gibt. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit den nächsten Schwierigkeitsgraden. Mit allen Minispielen in einem Part. Und wir schauen natürlich auch das hier noch an. Diesen Samurai 100 oder so ähnlich. Und hier das hier, was auch immer das nochmal war. Diese Tour, glaube ich. Im nächsten Part kommt dann wieder der Story-Modus dran. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und Aloha!